Hey ihr Lieben, heute mit dabei Sophias Cinderella Story und spektakuläre Fakten rund ums Northern Trust. Viel Spaß! Wow, was ein emotionaler Finalsonntag bei der AIG Women's Open. Sophia Popoff schaffte es als erste deutsche Golferin überhaupt, ein Major zu gewinnen. Aber der Weg dahin ist das, was die Kommentatoren gestern als Cinderella Story betitelt haben. Vor 4 Wochen noch machte Sophia den Caddy bei ihrer besten Freundin Anne van Damme bei den LPGA Drive-On Championship. Die Woche darauf nahm sie den Schläger wieder selber in die Hand. Dank einer Einladung durfte sie beim LPGA Tour Event in Ohio mitspielen und ergatterte als geteilte Neunte eines von 10 Qualifikationstickets für die AIG Women's Open. Letzte Woche spielte sie dann in Arizona ein Turnier auf der Symmetra Tour, bei dem sie übrigens Zweite wurde, sodass sie erst am Dienstag und vermutlich mit ziemlich viel Jetlag bei der AIG Women's Open in Scotland ankam. Zeitlich war dann auch nur noch eine Proberunde drin. Und dann spielt sie am Finalsonntag alle Konkurrentinnen in Grund und Boden mit ihrem soliden, unaufgeregten Spiel. Das allein ist schon eine ziemlich beeindruckende Leistung. Doch die emotionale Achterbahnfahrt der 27-Jährigen geht noch viel weiter in die Vergangenheit zurück. Vor einigen Jahren unterzog sich Sophia einer Ärzte-Odyssee, da sie mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen haderte und nicht wusste, was falsch lief. 3 Jahre später, nach 20 verschiedenen Ärzten und zahlreichen Untersuchungen, stand fest, Sophia leidet unter Lyme-Borreliose. Lyme-Borreliose ist eine Krankheit, die von Bakterien ausgelöst wird und vor allem die Haut, Gelenke und das Nervensystem befällt. Meist wird die Krankheit von Zecken übertragen. Ein Schock für eine Profigolferin. Lange war unklar, ob Sophia überhaupt je wieder auf professionellem Niveau golfen kann. Vor einem Jahr hätte sie den Sport fast aufgegeben. Doch die Halbamerikanerin biss sich durch und unterzieht sich seitdem einer strengen Diät, achtet extrem auf ihre Gesundheit und ihre Körperfitness, um die Symptome so gering wie möglich zu halten. Mit dem Major-Sieg hat sich Popoff neben den $675.000 Preisgeld die LPGA-Tourkarte ab sofort und für die Saison 2021 gesichert. Was für sie einen Riesensprung bedeutet, denn für die Saison 2020 hat die Deutsche keinen LPGA-Status, sondern spielt Vollzeit auf der niedrigeren Symmetra Tour. Hut ab, Sophia! Wir freuen uns auf die nächsten Tour-Events mit dir. Kommen wir zum Northern Trust. Hier gab es am Wochenende die ein oder andere sensationelle Zahl. 30 Schläge unter Par für Dustin Johnson, der PGA-Tour-Rekord liegt bei 31 unter Par. 11 Schläge Abstand zum Zweitplatzierten. Dustin Johnson wird wieder Nummer 1 der Welt. Scottie Scheffler spielt in Runde 2 eine 59. Damit ist er der zweitjüngste Golfer, dem das gelang. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bitte kommentiert und liked fleißig unter diesem Video auf YouTube, Instagram, Facebook und Twitter oder in unserer App. Wir sehen uns nächste Woche und bleibt gesund!